so ein Tipp, was man auf Samira aktuell bauen könnte. Ich glaube, dass Shield Bow into BT geil ist. Oder du gehst BT into Infinity Edge. Kann, glaube ich, auch geil sein. Da hast du richtig viel Schaden. Nach dem Stammes im ESG-Haus war auch schon sehr nice. Ey, ESG-Haus war sehr, sehr cool. Also da habe ich gerne sehr, sehr viel gestreamt. Da habe ich auch halt sehr krasse Streamzeiten. Weil ich auch nicht viele andere Möglichkeiten hatte. Ne? Aber war auch eine gute Zeit. Und Spandau, muss ich sagen, ist noch besser. Spandau ist quasi so ein perfekter Mix aus Real-Life-Aktivität, wenn ich sie haben möchte. Und Arbeit, wenn ich sie arbeiten möchte. Sehr, sehr nice. Sind die jetzt okay mit deiner Wohnung oder willst du immer noch umziehen irgendwann? Ich würde saugern umziehen in eine größere Wohnung, aber auch in Spandau. Das wäre mir wichtig. Also ich würde einfach saugern mit Tunsen zusammenziehen zum Beispiel. Wäre super, super sweet. Aber ich möchte trotzdem Spandau nicht verlassen. Das ist das Problem, ne? Mietpreise sind disgusting. Ich finde es terrible, dass du von jemandem, also auch aus Vermietersicht so, ich finde es terrible, dass du von jemandem verlangst, mehr als 1000 Euro im Monat für Miete zu zahlen. Also ich finde es einfach wirklich nicht cool von Vermietern. Twitch auch. Prime ist mehrkostenfrei. Ran, ne? Scheißen Drecksoraker. Hört meinen Flashlighter komplett wasten. Ne? Oh, bitte, bitte komm raus. Kein Cashen. Alter, geil. Enemy Jungler ist mein Freund. Oh mein Gott, I'm so old. I'm too old to play the Sivir, Renz. Oh mein Gott, das nervt mich. Jetzt hast du nichts mehr über, ne? Imagine, jetzt ein Silence-Field gehabt, das wäre so krass gewesen. Ich glaube, das wäre mehr als krass gewesen. Okay. Die war jetzt auf jeden Fall immer bei High-Impact-Situationen dabei, ne? Echo auch. Bisher spielen beide Jungler für uns, das ist ja cool. Weg, actually, ne? Dreckschirm an. Oha. Wait a second, bro. Ich hätte ihn wahrscheinlich alleine gekriegt. Also, ich glaube, ich schaffe ihn alleine. Ist ein Draven nach wie vor, aber. Mit dem jetzt richtig nice. Schon? Ich spiele richtig mit, ne? Also, die geben sich Mühe und Lulu baitet gut und die wissen auch, was ein Bait ist überhaupt. Und so passieren halt auch mal Aktionen. Es gibt halt so Spieler, die halt nicht wissen, wie man eine Aktion startet oder auch baitet. Und dann hast du ganz wenig Reibung mit den Gegnern, ganz wenig Interaktion. Und dann ist in ADCs echt scheiße, muss ich sagen. Also, dann stehst du da und bist eigentlich ready, aber es passiert halt nie was. Das meine ich übrigens, ne? Das ist relativ close. Also, es ist einfach relativ close. Jetzt habe ich auch weder Lulu noch Anivia bei mir. Und unten haben sie auch reingeschissen, ne? Wenn er einfach oben wartet, haben wir einen Kill. But he didn't. Ah, unangenehm, Leute. Jetzt wird das Game nochmal knapp, oder was?
Cool. Nein, ich glaube, Arthrox wollte ich gerade schreiben, aber why would I? Eddie Carry Broken. Ich habe jetzt nicht original, ich habe jetzt nicht super hart gefeiert, Leute. Es tut mir leid, da muss ich mehr hypen. Pentakill! Aber auch ich fand's geil. Ne? Pandavori? Oh. Oh. Egal. Scheiß drauf, Digga. Die haben jetzt Angst vor mir und das auch zu Recht und ich habe den Nash gepult. Und das nicht zurecht. Man muss heute gehen lassen können. Wir müssen das nicht spielen. Unbedingt. Jetzt können wir es spielen wahrscheinlich. Wenn wir eine Wall hier kriegen. Man kann den Rückweg nicht Spell splitten. Auch interessant. Finde ich. I didn't know. Schade. Situation falsch gelesen. Ich dachte, wir könnten rein ulten. Also ich muss sagen, das ist eines der krassesten 4v5-Games. Die ich jemals gespielt habe. Ich fände mir sehr schwer, hier zu deffen, tatsächlich. Let's try. Hey, also ist Arthrox jetzt relevant? Er ist. Schön. Das ist doch cool. Ich darf da nicht committen, ne? Ich muss die Wein einfach sterben lassen. My bad. Also actually my bad. Ich darf mich nicht hitten, sind mich tot. Schön. Sehr guter Carry von Anivia und Lulu. Ich muss wirklich sagen, die Weiß ist sehr lost. Also sehr, 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 sehr bad. Aber ist nicht schlimm. Und trotzdem gewonnen. Und hast du vielleicht jede Echo in jedem Game? Ja, weiß ich auch nicht genau. Ist mir auch aufgefallen. So jeden Echo, den ich in meinen Games habe, der ist jedes Mal sehr krass. Also war ein cooles Game an sich, aber im Late Game, muss ich sagen, hat mir schon wieder nicht gefallen, wie mein Team, also wie vor allem die Weiß, dachte, wie man spielt. So. Im Early Game gar kein Problem. Häufig am richtigen Ort, immer Impact gehabt eigentlich. Und das war auch der Grund, warum ich überhaupt so fett wurde. Aber wenn sie im Late Game den Fight nimmt und dann zu mir sagt, you didn't hit, Bro, dann gib mir einen Fight, wo ich hitten kann. Meine Pizza!